2, 3, 4, 6, 8, 10. Hast du ein altes, vollgeschifftes Rockboy dir zu Haus? Ja, dann schickst du Kies und Kreuz, denn die nehmen's für dich aus. Öl, Schweiß und Pipi sind unser täglich Brot. Da draußen frönt das Leben, doch mein Ringmuskel ist tot. Dicke Hommer, kleine Schlungs und alles stinkt nach Jauche. Doch weil ich feuchte Hosen liebe, ist nur Durchfall, den ich brauche. Unser Axel Väter stillt den Hunger zwischendurch. Für den Sättigungseffekt wird er serviert mit Rettenmurch. Du sag mal, hast du den Schuss nicht gehört oder was? Wir haben keine Zeit für so einen Blödsinn. Jo, wieso? Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich mach grad Kartografie, du. Jo, die liefern uns heute die Snobkovic, du. Jo, die Snobkovic, du. Da hab ich doch gar keine Zeit mehr, um Kalligrafie zu lernen. Den alten Kutter, du. Der hat doch einen 684er. Der hat doch einen 684er Tüttel, oder nicht? Dass das Ding überhaupt geschwommen ist, ist auch ein Wunder. Ja, sicher. Der hat einen dicken Tüttel drin. Da brauchst du einen Strahlenschutzanzug. Jo, scheiße. Da muss ich mir auch noch einen Lappen überziehen, du. Das dauert einen Moment, ne? Da kann ich jetzt nicht einfach reingehen. Ja, was ist denn los, Sir? Ja, kannst du mal sagen hier. Was mit deinem Upload? Der die Snobkovic da. Den halben Kutter. Hey, der muss angeliefert werden. Wir sind hier in Somalia unterwegs. Ja, aber für so einen halben Kutter da, die alte Fregatte, du. Ja, ich dachte erst, hast du mir ein Foto von der Mutti gezeigt, du. Ne, das rostige Ding, du. Da musst du aber mal richtig ordentlich durchschruppen mit dem Besen da. Wow, guck dir das an. Alter, Snobkovic. Da steht das Ding. Ey, wird man vom Schiffswrack zerlegen so fit? Ich bin richtig fit. Ich bin, hey, Somalia, da gibt's nur feinstes Essen, viel Sonne. Ja, die sind da bekannt dafür, du. Da wirst du buff, du. So, guck mal, was machst, wo gehst du hin, du? Ich hol das Auto. Oh, du das Auto, lässt du mich jetzt hier arbeiten oder was? Ich muss hier... Brotzeit. So. Ich hab mir erstmal einen Lütten gegönnt. Schönen Lütten. Ich sammle mal hier erstmal einen kleinen Schrotti. Was man so... kannst du ganze Müll aus dem Regal picken. Alter, hier die Gaspuddeln, du. Da musst du aufpassen, wenn du die Gaspuddeln da... Die machen Bumm, da musst du sicher vorsichtig sein. Wenn du da mit einem 386er Flanschscheibe dran gehst, du, Alter. Das sag ich dir, aber da spritzen die Funken aber richtig. Ja, wie schmeißt man das Ding denn nochmal? Ja, irgendwie mit rechts. Du. So, zack. Schön reingelötet das Teil. Ey, da kommt sogar hier so ein mysteriöser Sound aus der Steppe irgendwie. Wir müssen Spülen einsammeln, weil die können wir wiederverwerten. Ha, mein Großvater... Der war Steppenjäger hier, du. Somalischer Steppenjäger. Guck mal hier hinten, die Ölfässer. Sammel die mal ein. Ja, warte, bin doch schon wieder voll. Da war doch wieder der Steppenjäger-Sound, du. Oh, einen wilden Indianer habe ich da eingesammelt. Alter, guck mal hier. Naja, du kannst ja richtig, weil wir richtig halt durch unsere Somali-Proteine sind wir richtig fit. Bam, rein das Ding. Yes, schön abalken. Alter, richtig die Somali-Algen geworfen, du. Die Somali-Algen. Oh Mann, das wird jetzt schon wieder so ein richtiges Dumbatz-Let's Play. Ich sehe es schon kommen. You are crying too much. Nee, carrying too much. So. Du weinst zu viel. Wein nicht so viel beim Müll aufheben, du Bengel, du. Alter Müllbengel. Kann man das auch so von oben runterwerfen? Aber das Ding ist bald voll, ne? Also irgendeiner muss dann bald mal Schrott abliefern. Ja, muss mal entsorgen gehen, du. Na klar, kannst du das von hier oben werfen. Ja, richtig geil. Mama, ich nehme hier noch die Sachen mit. Wie voll ist es denn? Ist die Leiter nicht was wert hier? Das ist noch eine astreine Leiter. Die ist noch gut. Alter, 40 Kilo habe ich auf dem Artikel. Ja, aber das kannst du ja dann beim Schrottmann. 40 Kilo habe ich auf dem Atten. Auf dem Attendorner. Ist der jetzt voll oder geht da unendlich viel rein? Ah ne, guck mal, der stapelt sich hoch. Da geht noch mehr rein. Geil, Mann. Ey, wir müssen von oben anfangen, damit wir dann hier mit dem Attendorner Südkran... Bist du oben? Wir müssen, ja, ich bin oben. Ich räume mir oben schon auf. Aber guck mal, hier musst du erstmal so einen Container loslöten. Ja, ich sag ja, aber damit du da drankommst später, musst du da mit dem Kran rein. Ganz oben oder was? Wir müssen das Dach... Nee, ich bin hier so Mitteldeck auf dem Dor. Meine Mutter hat ja damals ihre Jungfräulichkeit verloren. Ey, du Klaus-Peter. Ganz schön dark. Ja, aber sicher. Ne, ich sehe ja gar nichts, du. Aber der Mond, du, der scheint gut. Guck mal hier im Mondlicht. Haben wir nicht eine Taschenlampe? Ich weiß auf nicht. L, auf L? Nee. Torch. Nee, aber Torch ist ja hier keine Lampe, sondern... Oh, so eine Fackel. Auf F, auf E. Ich habe hier noch Spülen gefunden. Stimmt, mit Siphon drin. Geben die richtig Geld, oder was? Brauchen wir für die Queste. Wir brauchen davon 3 Stück. Wir haben 2. Ich will mal hier so einen Container loslöten. Ja, aber den kannst du dann noch nicht abschleppen. Du brauchst einen Kran, du. Ja, aber der ist ja außen.
Aber wenn der außen ist, dann löte du. Ja? Das ist ja hier schön weglöten, das Ding. Das Ding ist, weiß ich nicht, ich... Wir müssen das Dach irgendwie wegkriegen da oben. Ich frag mich halt, kann ich das hier einschlagen? Ja. Guck mal hier, ich habe jetzt erstmal hier einen dicken Hammer rausgeholt, ne? Weil das würde ich gerne einschlagen, das Ding da. So. Schlagen. Schlagen, du, ey. Schön reinschlagen. Not unlocked. Immer mehr Deutsche gehen nach Somalia, um dort ihr Glück zu finden, indem sie Schiffe zerlegen. Ja, zwei davon sind Kies und Kreis. Zwei junge Unternehmer, die voller Hoffnung. Ach, jetzt klöppelst du das da raus, aber... Ich klöppel das jetzt raus. Ich hau hier voll auf die Nieten. Die Niete. Ich will hier die Trennwand mal durchschlagen. Ich glaube, das ist eine geile Idee. Was brauche ich denn hierfür? Ah, guck mal, kann ich schön durchflexen. Und wir brauchen ja Geld, damit wir hier besseres Werkzeug haben. Boah! Alter, das war aber somalischer Krach jetzt, du! Uff! Hans Dieter, du, hast du es gesehen? Hans Dieter, mir ist fast der Lachs aus dem Salon geflogen. Ich gehe jetzt mal los zum alten Hansen. Ich finde es auch interessant, wie viele Deutsche hier in Somalia unterwegs sind. Ne? Also oh, zwei drüben jetzt, bei Hansen und beim Gerhard. Gerhard? Was brauche ich denn hier? Moment, ich gehe jetzt mal hier auf den Hof. Damit wir hier mal ein bisschen was loswerden. Du sag mal, kann man auch bücken? Ja. Da muss ich mich jetzt konzentrieren. Alter, die Bangladesch-Mucke. Richtig gut. Boah, der Mann holt die Kombos. Der holt die Kombos am Wertstoffhof. Am Wertstoffhof, du. Perfekt sortiert. $2 habe ich geklaut. Ich habe eine Antenne. Du sag mal, wann wird's denn wieder hell? Ich weiß nicht, du. Das ist schon richtig mysteriös. Ja gut, aber wir machen halt Nachtschichten, ne? Ja, ich bin hier richtig am Klöppeln. Ja, ich bin ganz oben, du! Ich mach hier schon mal unten weich, weißt du? Unten weich, oben weich. Duales Weichklopfen. Ja, im Endeffekt musst du ja eh alles klopfen. Ja, ja, klar. Du musst am Ende... Wir brauchen halt richtig dick Eisen. Guck mal, ich habe ja schon ziemlich viel weggehauen. Es müsste ja eigentlich dann auch schon alles lootbar sein. Ich kann das hier nicht aufheben, das klemmt irgendwie. Aber so Trennwände kann ich jetzt nicht durchbatschen, oder? Nee. Nee. Oh, 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 ich habe hier so ein leichtes. Oder muss ich das da erst... Ach du Kacke, wie soll ich denn da dran kommen? Ist auf jeden Fall Battlearm, wir zwei. Wie viel haben wir denn? $2. $2? Hast du Geld aus... Du dachtest, du warst am Recyclehof, du. Ja, und mehr haben sie mir nicht gegeben. Au! Du, zerleg mal hier nicht alles so wild. Wir müssen da auch mit System ran, sonst kracht uns der ganze Kahn hier auf den Kopf. Ich baue doch von ganz oben runter. Ja, aber wie kann, wenn du ganz oben bist, immer noch was auf deinen Kopf fallen? Ja, ich stand halt drunter beim... Guck mal, jetzt kann ich hier die Verkleidung wegziehen. Mach mal richtig Geld. Jemand schön hier Verkleidung runterreißt. That's the game. Oh, das gibt Asche. Sag dir, das gibt Asche. Ich kann hier manche Sachen nicht aufheben. Was kriegen wir denn eigentlich, wenn wir den Job hier beendet haben? Ich weiß es nicht. Was gibt's dann hier für einen dicken Bonus? Gibt's da questmäßig irgendwas? Weiß es nicht. Kenn mich ja null aus. Aber ich hau hier, ich striez gerade die Striezen raus. Du, ich sag dir, bei mir hier unten glüht die Kreissäge. Oh, weißt du was, du? Ich säge das einfach komplett runter jetzt hier. Das fällt ja dann irgendwie schon auseinander, oder nicht? Ich meine, die Leute wissen ja gar nicht, wie wir hier überhaupt gelandet sind. Wir müssen mal auch ein bisschen die Origins erzählen. Und zwar, nachdem Dünsch halt super erfolgreich war, wurde unser Restaurant in 28 Ländern verboten. Und dann mussten wir fliehen. Und das einzige Land, das uns aufgenommen hat, war Somalia. Und dann sind wir hier gelandet und jetzt haben wir halt hier... die Snoppen Coven, die wir auseinanderhaken.
Aber das ist die Origins. Also es gibt hier so ein paar leichte Bugs, ne? Also, habe ich gerade festgestellt. Oh, bei mir läuft Premium richtig, richtig gut. Ich pump mich hier gerade durch die Gegend. Ich hol hier richtig Materialien raus. Bin schon wieder voll. Wenn wir singen. That's the game. Cardboard-Boxen. Oh, ich kann Iron rausholen. Davon können andere nur träumen. Ich klopfe hier unten den Karren zusammen. Das ist doch Eisen, was ich hier hole, oder nicht? Muss doch jetzt eigentlich alles Eisen sein. Und wir brauchen ja 300 Eisen. Da ist eine Kiste abgeprallt, aber macht nichts. Bin schon wieder voll, du. Ja, da unten liegt auch noch eine Kiste. Da müsste ordentlich was drin sein. Ja, aber guck mal, das zählt irgendwie gar nicht. Oder muss man das irgendwo an einer bestimmten Stelle abgeben? Oder ist das kein Eisen, was wir da drauf werfen? Kann man das irgendwie analysieren? Gibt es sowas wie ein Analysegerät? Warte mal, was ist denn die 6? Was ist das denn? Alter, du kannst hooken. Drück mal 6. Wie hooken? Boah, geil. Kannst du Spider-Man-mäßig unterwegs sein? Somalia-Spider-Man. Somali-Man. Somali-Man. Somalische Antwort auf Spider-Man. So, ich hau jetzt mal hier diese kleine Kabine auseinander. Ja klar, das ergibt ja Sinn. Irgendwann hast du vielleicht mal aus Versehen eine Treppe zerlegt und dann kommst du nicht mehr ran. Ja, ja, klar. Aber ich hab... Auf 7 haben wir ein Symbol von einer Bombe. Was das wohl macht? Du kannst sprengen. Du kannst Sprengsätze kaufen. Das war im ersten Teil auch so. Dann kannst du hier richtig alles weg. Ja, ja. Wämsen. Klar, ja, mein Großvater war auch schon ein Wämser. Und mein Großvater Schmelek war starker Wämser. Und Trinker. Huch. Ich bin hier irgendwo wieder durchgeglitscht. Auch nicht. Wie kriege ich denn das da weg? Wie kriege ich denn so Verkleidungen hier weg? Oder was es da sein soll? Weiß ich nicht. Du musst meistens dann so durch die Werkzeuge ein bisschen durchswitchen. Ja, aber das kriege ich nicht weg. Da habe ich... So eine Klemme ist das irgendwie. Aber ich verstehe jetzt nicht. Da steht jetzt Cardboard-Boxen, ne? Mhm. Haben wir ja schon 3. Ja, aber wo ist dann der Rest? Irgendwo hier auf dem Schiff. War noch nicht überall. Ja, aber die Hütte... wahrscheinlich noch Dinge. Ich zerreiße hier gerade sehr wichtige Infrastruktur. Ja, irgendwann werden wir ja richtig abgehen, wenn wir dann diese ganzen Power-Werkzeuge haben und so, ne? Oh ja, da habe ich dann auch schon... Oh, hier, da. Dann sind wir ja richtig straff unterwegs. Hä, das ist doch eindeutig eine Cardboard-Box hier. Ja, die muss ja noch hinten draufgeladen werden, oder nicht? Ach so. Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist auch noch wichtig. Wow. Ich bin richtig am Gerippe des Schiffs. Ja. Aber Iron haben wir noch nicht gesammelt. Nee, wir haben noch kein Iron gesammelt, was ich halt auch nicht ganz verstehe. Oder müssen wir das erst irgendwo abliefern? Also ich habe auf jeden Fall Eisenteile eingesammelt. Ja, ich ja auch, 100%. Ich habe hier schon richtig viel eingesammelt. Ich geh mal wieder zum Hof. Ich guck mich mal ein bisschen um, ob wir irgendwas vercheckern können. Ja, geh mal in die Stadt, du, ne? Und schau mal, dass du hier so ein paar Frikandel mitbringst, oder was? Du, sag mal, die haben ja gar nichts hier. Tja, die in Somali kennen keinen Senf, wie es scheint. Ja, bring mal was von dem leckeren, dieser Durchfalltopf, den wir da neulich hatten. Der war schön. Aber wenn ich das jetzt verkaufe... Ne, das habe ich jetzt verkauft. Boah, jetzt haben wir Geld. Jetzt kann ich auch mal ein bisschen upgraden. Hier drüben ist auch sowas wie eine Schmelze. Ich gehe mal hier hin. Was geht hier? Kriege ich das auch dann? Hammer-Upgrade. Segen-Upgrade. Ich werde mal den Hammer upgraden. Dann gucken, was so passiert. Ich weiß nicht, normalerweise müsstest du es auch kriegen. So. Ich habe jetzt Hammer Level 2. Woran siehst du das? Noch gar nicht irgendwie. Ich habe jetzt mal ein bisschen Geld ausgegeben. Spiel wurde auch gespeichert. Guck mal, aber hier musst du dann auch upgraden. Und dafür brauchst du Metall und Non-Metall. Also ich brauche 20 Kilo. Okay, ich verstehe.
Ich verstehe. Wir brauchen halt erstmal Metall. Ja, richtig dick Stuff in der Hose. Alter, da ist ja noch Strom drauf oder was? Ich hab da gerade mal Blitze da oben gesehen. Siehst du auch, was wir haben. Guck mal, 0 Kilogramm, 0 Kilogramm, 0 Kilogramm. Ja, ja. Aber wir brauchen mehr Kilogramm. Wir brauchen mehr Kilogramm. Dann kann ich den Stufe 2 Hammer holen. Und das kriegen wir wo? Am Recyclinghof, oder? Nee, nee, das kriegst du bei Läden. Da gibt's so Läden, da kannst du dann halt shoppen. Ja, okay. Schön crush it down. Jetzt habe ich hier wieder was eingesammelt. Sag mal, das Geländer hier, ne? Das muss mal entfernt werden, du. Guck mal, hier ist eine Holztür. Zack, jetzt habe ich Holz eingesammelt. Oh, hier ist ein Schlauch. Und eine Toilette drin. Das ist der richtige Luxus. Haben die denn noch Locust, Pappe? Guck mal, eigentlich müssten wir die Wand hier anschlagen. Da können wir nämlich schön aus der Ebene, können wir schön auf den Laster draufwerfen. Das Ding muss weg. Das da, guck. Hier arbeite ich mich jetzt durch. Ich versuche gerade das Geländer zu entfernen und eine kleine Abkürzung zu bauen. So, siehste. Sammel mal den ganzen Kladderadatsch da drüben ein. Kannst du nichts einsammeln? Ich bin voll. Ja, ich auch gerade. Mensch, du, da leckt mir doch einer die Pelle. Guck mal hier. Ey! Steht dir im Weg, du! Du, ich mach hier wichtige Sachen. Ja, stellst dich aber da doch nicht im Weg, wenn da eine Kiste fliegt, du. Ja, klar. Ich hab 45 Kilo Sackschweiß. Hast du oben irgendwas stehen bei deinen Ressourcen? Oder sind die auch bei dir alle auf 0, 0, 0, 0, 0? Die sind alle auf 0, 0, 0, 0, 0. So. Ich kann nicht, mal zum Recycler. Ich kann manche Dinge nicht einsammeln. Die liegen dann einfach weiterhin im Weg rum, weil die wahrscheinlich nur bei dir... Nee, ich kann einige Dinge auch nicht einsammeln. Das ist an irgendwas gekoppelt, was wir noch nicht frei gekoppelt haben. Nein, einsammeln, nicht zerstören. Einfach aufheben kann ja, ich Dinge nicht. Ja, einsammeln. Wo denn? Wo denn zum Beispiel? Warte. Ich schlage hier gerade Löcher. Hier oben. Hier, die Platten. Jetzt bin ich wieder voll. Moment, ich hau kurz. Die liegen hier rum. Das Ding da weg. Ich komme hoch. Bei mir liegt hier eine dicke weiße Platte und da, wo du jetzt durchgehst, liegt auch eine Platte. Nö, hier ist bei mir gar nichts. Sag mal, sind die denn im Weg? Ist der Strom noch an? Wieso? Ja, weil hier so Blitze sind da oben. Ich bin der Meinung, wir müssen erstmal hier die Wand. Eigentlich muss weg. Wir müssen eigentlich die Decke entfernen, du, damit der Motor da raus kann. Jo, hier sind Blitze. Was ist das denn? Au! Ich hab voll eine gewischt bekommen. Ja, ich sag doch, hier ist der Strom noch an auf dem Kutter, du. Ja, hau doch mal weg, das Ding. Ja, wo ist denn hier die Stromkabine? Oh, welcher depperte Mensch macht denn so einen Scheißdreck? Ja, die sind doch bekloppt, du. Ich das denn? Ja, hier ist noch was wahrscheinlich. Ich will mich jetzt erstmal hier durcharbeiten. So. Wie kriege ich das hier kaputt? Falsches Tool. Ach guck mal, Alter, er brennt sich hier durch. Wie geil ist das denn? Schau dir das mal an. Und mir ist eine Kiste schon wieder runtergefallen. Boah. Alter, was hast du jetzt? Was hast du jetzt da rausgeschnitten? Irgendwie ist es ruhiger geworden, oder? Ja, gar nichts. Ich habe da irgendwas kaputt gemacht. Mich durch irgendeine Isolierung oder sowas geschweißt. Geht das schneller als mit dem... Nee, ich brauchte dafür den Brenner. Oh! Jetzt mache ich Fortschritte. Jetzt macht Daddy richtig Fortschritte, du. Jetzt hau ich das Ding noch weg, dann müsste ich eigentlich endlich wieder Luft kriegen. Dann müsste ich eigentlich hier durch die Wand sein, du. Oh, dann klopfe ich doch mal da unten schon mal ein bisschen rein. Na genau, das muss auch noch weg. Und dann müssten wir das eigentlich brechen können. Kann doch jetzt nicht mehr so viel fehlen, um da durchzukommen.
Ja, hier. Ja, aber wie kommen wir denn durch die ganze Wand? Oh, ich bin voll. Ich muss mal abliefern gehen. Oh, hä? Ah, V ist eine Lampe. Du, ich geh mal auf den Wertstoffhof. Das ist vielleicht oben, ist die Wand vielleicht auch noch irgendwie fest oder so. Wahrscheinlich. Wenn wir jetzt auf den Wertstoffhof gehen, ne? Ja, du kannst... Recycelt der ja was. Du kannst irgendwie Sachen behalten. Ja, genau. Ich habe jetzt ausgewählt, das, was für die Mission wichtig ist, das behalte ich. Schauen wir mal, was wir da rausbekommen. Wir hatten ja oben 0-0. Boah, und ich bin richtig im Business. So. Ah, oh, guck, jetzt haben wir oben Zeug. Jetzt haben wir... Ah, oh, ich habe so, die Wand aufgekriegt. Pass mal auf, mit dem Zeug gehe ich jetzt mal zu Schmeleck und der schmelt mir was Schönes. Jetzt gehe ich hier rüber zu Schmeleck. Ja, Schock-Schabat, sagt er. Ich habe... Oh, wir brauchen nicht magnetische 60. Wir brauchen unbedingt nicht magnetische Dinge. Aber bei Iron steht immer noch 0 von 300 Kilo bei mir. Na, vielleicht ist Iron irgendwas Besonderes. Vielleicht ist Iron auch der Motor oder sowas. Nee. Kann mir nicht vorstellen. Weißt du's? Dann steht da Motor und nicht... Weil das ist ja auch nicht aus Aluminium hier. Also ich denke, dass wir schon irgendwie Eisen gesammelt haben. Keine Ahnung. Ich kann dir das nicht sagen. Hast jetzt oben ein Loch drin. Na guck, jetzt können wir hier schon reinwerfen. Kannst jetzt hier schön alles durchlöten. Wenn wir jetzt nämlich schön zusammen rangehen, dann kommen wir auch gut voran. Ja, ich wollte halt die Decke hier rausprügeln. Ich mach jetzt mal das Geländer weg. Ich meine, im Endeffekt muss ja eh alles weg. Im Endeffekt muss alles weg. Dann lass uns mal das Geländer hier schön abknippeln. Ha, wir kommen beruflich wenigstens rum, ne? Was wir ja, alles für eben. Jobs haben. Ja, Junge. Also da macht uns keiner mehr was vor hier. Die Jungs haben alles gemacht. Guck mal, Oh, haben wir ein Stück Leiter oder so? Das ist Stahl. Das ist Stahl. Das ist kein... Guck, da siehst du, was Eisen ist. Das ist alles Stahl. Na, ist alles so ein bisschen was Edleres, hä? Alles zu edel für unseren süßen Somali-Gaumen. Guck mal, wenn wir jetzt hier unten drunter die ganze Decke abreißen, schwitzt dann von oben alles rein? Weiß ich nicht. Bin ich Astroforscher? Vielleicht. Ich dachte, du hättest einen Masterabschluss in dem Bereich. Habe ich auch. In Astro, das ist was anderes. Asiantro. Aber was machen wir mit diesen Stromdingern? Gibt es da irgendwie Gummihandschuhe oder so, die wir anziehen können? Einfach drauf. Okay, einfach drauf, zack, zerreißt das Ding. Kann ich nicht. Du musst einfach dich dagegen wehren. Den Impuls, den Schmerz unterdrücken. So viel kann ja da auch nicht mehr wirklich dran sein. Ey, ich kann da nicht draufhauen mit dem Strom. Da musst du irgendwie einen Pizzaofen kaufen oder so, mit dem wir da... Guck mal, wir haben zum ersten Mal Iron. Ja, wo kommt denn der Strom her? Ich weiß es nicht. Gibt's da irgendwie... Guck mal, hier ist noch so eine Hütte. Hier oben ist ein Pizzaofen. Ich habe sogar wirklich einen gefunden. Irgendwo muss ja die Quelle sein. Hier brauchen wir irgendwas Explodierendes. Guck mal, hier ist noch die Kapitänskabine. Die alte Kajüte, du, die Kombüse. Die Kajüte. Juttas Kajüte ist da oben. Oh,
Mit dem Captain, bin ich durch Yucatan gesegelt, ne? Bin ich durch Yucatan gesegelt? Das gibt's. Ja, aber trotzdem. Oh, Alter, hier fällt jetzt aber viel Material runter. Größerer Pappkarton wäre auch eigentlich geil, den zu erforschen, ne? Das wäre auch gut, ja. Hä, wo ist denn jetzt der Pappkarton hingeflogen? Ich hatte hier so einen schönen Karton, so eine schöne Kartonage mit Zeug drin, einfach verschwunden. Ist es deiner da unten oder ist es meiner? Ich habe noch keinen geworfen drauf. Jetzt gerade. Und den hier drauf. Das ist halt auch gleich schon so ein herausforderndes Ding, was wir hier haben. Ne? Das ist nicht die Beginnerklasse. Ja, das ist nicht hier die kleine Nussschale von Großvater Jiminy, der irgendwie da gerade mal ein paar Aale... Vom Großvater Chipatek. Ja. Vom Großvater Chipatek. Chipatek ist der alte Großvater, Onkel. Der Onkel Großvater. Nee, das ist schon leicht fortgeschritten, aber wenn wir das geschafft haben, haben wir halt auch einen harten Einstieg, weil wir dann richtig Cash-Ex haben. Oh Mann! Ja, wir müssen das Ding aufsprengen. Ich sag dir, wie es ist. Da ist irgendwo so eine Luke. Luke 2. Ja, die habe ich auch schon. Ja, die musst du brechen. Meinst du das? Definitiv. Definitiv ist da irgendwas drin. Definitivo. Ich versuche jetzt erstmal uns einen besseren Hammer zu organisieren. Ja, mich würde halt mal interessieren, ob das für beide dann ist, ja. Denk schon, weil im Moment haben wir keinen gelevelten Hammer. Ich muss aber jetzt mal wieder zum Hof reiten. Weil wir brauchen halt jetzt nicht metallisches Zeug. Und Huren. Und Huren. Dalla, 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 du bist bei Karek. Auf dem Hof. Eine alte Kariek. Oh, oh, nein. Oh, da habe ich mich ein bisschen verdrückt, aber war trotzdem noch gut. Alter, diese nicht-metallischen Dinger sind ja super selten. Echt? Kann man die vielleicht kaufen? Ich gehe mal zum Händler. Kann man die auch tauschen? Nee. Man kann die Dinger nicht kaufen, oder? Nee, Mr. Judger hier will mir... Was brauche ich denn, um eine bessere Kiste zu kriegen? Was will er denn da haben? Ja, die könnte man machen. 72 Non-Metal. Ist das wir brauchen so mehr Non-Metal-Kram. Edelstahl oder was? Nee. Nicht hier Holz, Plastik, der ganze Scheiß eben. Haben wir eigentlich eine Bombe? Nee, das musst du kaufen oder so irgendwo. Kriegst du denn sowas her? Irgendwo beim Bombenkapitän. Verkauft ihr so ein Ding? Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der sowas verkauft. Aber wir können auf jeden Fall unsere Werkzeuge richtig weit hochleveln. Da geht eine Menge, habe ich gesehen. Aber jetzt noch nicht, oder? Nee. Ich glaube auch, wir müssen nicht zwangsweise den ganzen Karren zerlegen. Wir müssen ja auch nur das Ziel erreichen. Ja. Na? Dann einfach unsere Materialien auffüllen. Okay, also Iron. Ist hier denn irgendwo eine Eisenquelle? Was ist denn Iron überhaupt? U drücken, dann siehst du es. Nothing to scan. Low alloy steel. Furnitures. Alles, was zumindest schon mal nicht aus Eisen ist, ist auch eine gute Sache. Also nicht metallisch. Low Alloy, High Alloy, aber wo ist... Was ist das denn hier, was ich jetzt gerade... Hier, du, nee, Steel.
Das ist alles Stil. Bin aber auch schon wieder randvoll. Iron. Hier, die Bodenplatten sind Iron. Aber kann ich nicht aufheben. Was? Ich hab mal hier angefunkt, das Ding dazu holen. Der hat zum Park ne Hire Hinje gesagt oder so. Ja, das heißt so viel wie, Was holt er jetzt ab? Da kommt ein Kran, du. Kommt da wirklich ein Kran? Mhm. Ja, keine Ahnung, hier den Container. Hast den freigelötet? Alter, der holt jetzt wirklich das Ding ab. Der hat den Nerek. Was da wohl drin ist? Boah, krass. Ach, da hinten das Ding. Ja. Der holt das jetzt wirklich ab. Daraus kann man doch bestimmt irgendwas gewinnen. Was macht er damit? Guck mal, der fährt das nach da hinten mit dem Container jetzt. Ja, wahrscheinlich werden wir dafür gleich was bekommen. Das ist irgendwelche Beute, die wir halt gefunden haben. Guck, jetzt liefert er das da rein und... Hm. Boah, wir haben es geschafft. Da waren 220 Kilo Eisen waren da drin in dem Klöppel. Ja, krass, und wir haben uns gequält für nichts. Da können wir ja richtig abclaimen jetzt so. Warte mal, oh. Ich hole aber noch die Sachen da hinten raus. Da liegt noch so viel Rott rum und so. Das würde ich mitnehmen. Oh, mein Kind kommt gleich nach Hause. Was ist hier los? Wer sind sie? Krass. Aber ich hole noch Zeug da hinten raus, weil wir brauchen halt nicht Eisenkram. Guck mal, dass da irgendwie so die Stühle und so ein Zeug, das ist super wichtig. Weil davon gibt es halt nicht so viel. Furniture auch kiloweise halt. Ja, ja, genau. Das musst du alles holen, diese ganze Vitrine und was das so alles gibt. Das bauen wir alles. Oh, wir nehmen die letzten Sachen mit. Guck mal, da will er auch einen Kran. Krass. Was hier alles gibt, ne? Ja. So, hast du alles? Keine Ahnung, ich bin jetzt hier bei 30 Kilo und sammel noch. Ja, sammel noch den Rest hier ein und dann spielen wir das Wertstoffhofspiel und hoffen, dass es reicht. Viel mehr habe ich jetzt nicht gefunden. Ich habe noch einen alten Besen gefunden. Ja gut, dann fahre ich mal rüber und guck, was wir da rausziehen. Wenn du einfach schneller bist, ne? Ja, also die menschliche Kraft ist halt... Diese Leoparden-DNA, die du da bekommen hast aus der Somali-Forschung von Graz Industry. So, er sagt, ich habe richtig dick zum Sortieren. Okay, schauen wir mal. Boah, da fließt es, da fließt es. Nice. Guck mal hier, was gibt's denn noch für Bonuskram? Eine Uhr, Plastik, Aluminium. Ah, gut. Was ist. Guck mal hier, Harush will auch was. Der will Holz. Harush, aber da haben wir ja nicht genügend. Wie kann ich das jetzt claimen? Ich hatte gerade übelst das Connection-Problem. Naja, ist ja alles Beta, ne? So, wir haben es geclaimed. Aber wir haben noch nicht alles. Hier, wir brauchen noch... wir haben jetzt nur eins geclaimed. Wir müssen aber hier noch Plastik... Ach, den anderen Vertrag. Aluminium. Für Aruzio. Und eine Uhr. Ja, für Atollo und Harush. Arturito. Und Lifeboys haben wir, aber wir brauchen noch eine Uhr und Plastik und Alu. Na, das wird ich sag ja, wir brauchen eine Bombe. Wo kriege ich eine Bombe her? Warte mal, ich gehe mal kurz zu dem Händler noch hin. Ne, der da. Hat der zufällig eine Bombe irgendwo noch rumliegen, die er nicht mehr braucht? Hello, I'm Harush. Nee, der hat keine Bombe. Ja, das müssen wir noch rausfinden. Oder hat der Schmelzbube da drüben eine Bombe? Hier, der hat eine. Warte mal, das will ich jetzt noch rausfinden. Okay, ich habe jetzt eine Bombe gekauft. Und jetzt machen wir da oben noch die Kapitänskajüte auf. Du kannst noch schnell das Auto herfahren. Oh ne, gehen wir zusammen hin.
Alter, wie schnell bist du? Du bist ja noch. Da merkt man aber auch immer, dass deine Cheat-Engine immer mitläuft, ne? Ja, klar, muss laufen, ne? Ja, der Cheat-Motor. Spreng mal so oben das Dach oder so. Nee. Guck mal, hier war irgendwo so eine Tür. Da stand nämlich dran, da kommst du nur mit einer Bombe ran. Ah ja, stimmt. Wie kommen wir denn da nochmal hoch? Da drüben. Guck mal, du kommst von hier nicht rein, du kommst nur mit einer Bombe rein. Da kommt der Strom her. Achtung! Alter! Junge, guck mal hier! Na, kannst du Strom ausstellen? Soll ich da dran fassen oder was? Ja klar, du bist ich komm da nicht hin, du stehst im Weg. Nee, ich komm da nicht dran. Da ist auch eins. Warte mal, hier ist erstmal eins. Muss man das zerlöten oder? Au! Kriegt man das denn kaputt? Wahrscheinlich von oben irgendwie rein? Komm, hier kannst du noch was wegkloppen. Aber wir müssen aufhören. Ja, echt, wir müssen aufhören. Wieder zu sehr. Ja. Guck mal, ich bin dran. Strom ist weg. Oh. Geil. Nee, bei mir ist man immer will noch Strom wissen, wie es weitergeht. Nee, Strom ist weg. Ist doch weg. Echt, bei mir ist das Britzels noch. Nee, bei mir nicht. Frag mich nur, wie kann man es zerstören? Ah, ja, guck, ich kann es jetzt hier zerlöten. Ja, da oben kann man auch irgendwas kaputt machen. Es ist hier irgendwie die Ummantelung weggeplatzt und das Ding ist fertig in der Welt. Aber ich weiß, wir alle wollen mehr. Beim nächsten Mal. Wir müssen aufhören. Ja, okay. Tschüss. Hör auf damit jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bewerten, kommentieren. Tschüss. Tschüss.